Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute wollen wir mal ein Thema besprechen, was auf den ersten Moment gar nicht so viel mit Börse und Trading und Optionshandel zu tun hat, nämlich es geht um das Thema Sportwetten. Warum Sportwetten aber doch sehr, sehr viel mit dem Optionshandel zu tun hat und was wir daraus lernen können, das besprechen wir im aktuellen Video. Also, ich bin ja nicht der allergrößte Fußballfan bzw. Kenner, wäre besser gesagt. Ich schaue mir das zwar ganz gern an, aber ich kenne mich ehrlich gesagt nicht sonderlich gut damit aus. Und deswegen war ich schon erstaunt, als ich letzte Woche hier diesen Artikel gelesen habe. Ich blende euch das Ganze jetzt auch mal ein, nämlich, dass eine mir bis dahin leider unbekannte Fußballmannschaft in England englischer Meister geworden ist, nämlich Leicester City. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Jedenfalls, die sind Fußballmeister in England geworden, haben also dort den Titel geholt, so wie hier in Deutschland jetzt die Bayern. Das ist, glaube ich, eher zu erwarten gewesen. Und jetzt gibt es hier was ganz Besonderes, nämlich, dass die Meister geworden sind. Das hat unter anderem auch zwei Deutschen herausragende Profite beschert, nämlich zu Beginn der Meisterschaft, das ist in diesem Artikel hier schön beschrieben, lagen die Wettquoten auf diese Mannschaft bei 1 zu 2000. Also, dass die Meister werden. Das bedeutet, hätte man, ne, ihr kennt das alles, hätte, wäre, wenn, aber hätte man zu Beginn der Saison in England 500 Euro auf diese Mannschaft gesetzt, dann wäre man jetzt Millionär. Denn bei einer Quote von 1 zu 2000 wären aus diesen 500 Euro Einsatz 1 Million Euro geworden. So, die beiden Deutschen, die das getan haben, die haben nicht ganz so viel gewonnen, aber immerhin, die Quote war die gleiche, aber sie haben nur Centbeträge gesetzt, also ich glaube 37 Cent und einmal 30 Cent, haben immerhin ein paar hundert Euro damit gewonnen und werden sich natürlich das auch, werden das auch ordentlich gefeiert haben, wahrscheinlich mit ein paar Gläser Guinness. Was hat das Ganze jetzt aber mit Optionshandel zu tun? Eigentlich nichts und auf der anderen Seite doch sehr viel. Denn wenn wir vergleichen dieses Ergebnis, was bei den Sportwetten ist, da wird jeder sagen, naja, klar, sowas ist ein Glückstreffer. An der Börse ist es allerdings so, dass es immer noch Leute gibt, die glauben, dass man mit solchen Glückstreffern auf Dauer Geld verdienen könnte. Und damit wir einfach mal das so ein bisschen ins Verhältnis setzen können, also dass wir sagen können, was müssten wir denn jetzt aktuell für einen Trade eingehen, damit wir so ein Ergebnis erzielen könnten, wie die Jungs, die da hier auf diese Fußballmannschaft gesetzt haben, habe ich mal ein kleines Beispiel herausgesucht. Und zwar, ihr seht hier einen Chart des S&P 500. Momentan ja so roundabout 2000 Punkte etwa, ein bisschen drüber, knapp 2100 glaube ich. Und da seht ihr, okay, der läuft so ein bisschen seitwärts. Was könnte man denn jetzt für eine Wette machen? Ihr könnt es gern tun. Also selbst wenn er verliert, verliert er in dem Fall auch nur ein paar Euro. Aber was könnte man denn machen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen? Und dieses wäre Folgendes. Und zwar, wenn wir bis zum Juni gehen, bis zum Juni-Verfall, das sind jetzt hier 37 Tage Restlaufzeit, dann müsste Folgendes passieren. Nämlich, wenn ihr jetzt hergehen würdet und würdet einen 1500er Put kaufen. Ich habe euch das im nächsten Chart jetzt hier auch mal mit eingezeichnet. Wenn ihr also einen 1500er Put kaufen würdet, der kostet momentan 0,30 Dollar, also 30 Cent. Multiplikator im S&P 500 bei den Mini-Optionen ist 50 Dollar. Das heißt also ungefähr 15 Dollar. Ihr müsstet 15 Dollar aufwenden. So. Und dann müsste der S&P in den nächsten 37 Tagen bis auf 900 fallen. Das heißt, er müsste sich mehr als halbieren in 37 Tagen. Und dann, was würde dann sein? Dann würdet ihr genau das gleiche Ergebnis erzielen, nämlich ihr hättet dann quasi euren Einsatz, ihr hättet dann auch eine Quote von 1 zu 2000 für jeden Euro, den ihr eingesetzt hättet, würdet ihr 2000 Euro Gewinn herausziehen. Das heißt, bei 15 Dollar, ihr einsetzt, würdet ihr also 300.000 Dollar Gewinn machen. So, ich glaube, die meisten von euch werden jetzt sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ja doch sehr, 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 sehr gering, eigentlich ausgeschlossen. Ne? Ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, wir wissen das alle, es ist nichts komplett ausgeschlossen, aber die Frage ist doch ganz einfach, würde es sich denn lohnen, immer wieder auf so etwas zu setzen?
Und da muss man jetzt selbst mal überlegen, macht denn das Sinn? Das Delta dieser Option, ihr könnt selber bei euch mal in der Option Chain nachschauen, liegt im Bereich von 0,00. Also das heißt, irgendwie die Wahrscheinlichkeiten sind unter 1%. Und da ist es natürlich klar, wenn sowas mal passiert, dass die Preise dann explodieren. Aber fragt euch mal, schaut euch einfach mal die Historie an. Schaut euch die Historie des S&P 500 an. Nehmt euch den DAX, den Nikkei, was auch immer. Schaut euch das Ganze an und schaut euch an, wann ist denn der Markt mal in 37 Tagen um mehr als die Hälfte kollabiert. Und meines Wissens nach hat es das noch nie gegeben. So, ist das für die Zukunft ausgeschlossen? Nein, ist es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind eben so gering, dass es nahezu keinen Sinn macht, auf so etwas zu setzen. Und selbst wenn jetzt jemand sagt, naja, komm, ich mache einfach jeden Monat so einen Trade mit, ne? Die 15 Dollar, die habe ich immer übrig und die mache ich. Das stimmt natürlich, aber lohnt sich das dann? Also was ist denn, wenn der Markt jetzt um 30% fällt? Weil dann ist es nämlich so, das ist dann etwas so, wie wenn Leicester jetzt Zweiter geworden wäre. Ne? Dann ist es auch futsch. Das heißt, es muss schon genau dieses Ereignis eintreten, damit du dann wirklich dieses große Ergebnis erzielst, damit eben aus deinen 15 Dollar irgendwie, was weiß ich, 300.000 werden oder so. Solange das nicht passiert, Geld futsch. Und bevor man es jeden Monat einfach so nur um den Spieltrieb zu befriedigen, bevor man solche Trades macht, sollten wir uns dann doch lieber auf so Fußballwetten konzentrieren oder so. Das ist jetzt keine Aufforderung, dass ihr losgeht und Fußballwetten macht oder sonst irgendetwas. Aber einfach mal, wenn wir realistisch bleiben. Ne? Die meisten privaten Trader, die versuchen genau solche Wetten an der Börse zu machen. Natürlich jetzt nicht wie in diesem Beispiel, das ist überspitzt dargestellt. Aber viele versuchen immer auf irgendwelche Ereignisse zu setzen. Das wird schon passieren, der DAX wird steigen, der DAX wird fallen, Apple halbiert sich, Apple verdoppelt sich, Amazon bla bla bla. Ne? Viel, viel besser ist es doch aber an der Börse zu sagen, so wie wir es hier beim Optionsverkaufen machen, welches Ereignis tritt denn nicht mehr ein? Und wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, ich verkaufe jeden Monat so diesen 1500er Put, wie jetzt in dem Beispiel. Natürlich würde man nur 15 Dollar verdienen, aber den würde man halt jeden Monat verdienen. Wer den nachschauen will, es lohnt sich nicht, die Margin ist im Verhältnis viel zu hoch und es bringt nichts. Aber von der Idee her, wenn ihr darauf setzt, auf Ereignisse zu wetten, die nicht eintreffen, dann kann es hin und wieder mal passieren, dass es mal sowas Extremes gibt. Aber im Gegensatz zu Sportwetten kann man sich natürlich dagegen schützen. Ihr könnt jederzeit Optionen zurückkaufen, ihr könnt sie absichern, ihr könnt verschiedene Dinge tun, ne, das wisst ihr. Aber darauf zu setzen, dass solche Extrem, diese schwarzen Schwäne, dass die eintreffen, übrigens auch ein gutes Thema, über das wir mal sprechen können. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wollen wir mal über schwarze Schwäne sprechen, über die Auswirkungen an der Börse auf die Optionspreise? Falls ja, schreibt mir das in die Kommentare. Also, anstatt auf solche schwarzen Schwäne zu setzen, ist es eben doch besser zu sagen, ich wette mal, dass heute kein schwarzer Schwan kommt. Und ihr werdet feststellen, die Gewinne erscheinen viel, viel kleiner. Aber auf Dauer gesehen werden aus diesen kleinen, sicheren Gewinnen viele, viele große Gewinne. Und das ist das, warum ich an der Börse bin, warum viele an der Börse sind, die sowas so handeln wie wir, die sowas Ähnliches handeln wie wir. Und das ist eben der Unterschied zwischen denjenigen, die ab und an mal einen Glückstreffer haben oder aber denen, die auf Jahre, auf Jahrzehnte erfolgreich an der Börse sind. Schreibt mir mal eure Gedanken zu dem Thema bitte in die Kommentare hinein. Ich bin gespannt, was ihr dafür eine Meinung vertretet. Sollte man sowas machen, sollte man sowas nicht machen? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg und hättet ihr gewusst, wer nächstes Jahr, oder wisst ihr schon, wer nächstes Jahr Meister wird in England? Falls ja, setzt doch mal 500 Euro. Vielleicht seid ihr ja nächstes Jahr schon Millionär. Wenn nicht, traden wir halt noch ein bisschen, okay? Also, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.